Manipulation und Antimanipulation, Manipulationstechniken und Techniken, um sich vor Manipulation zu schützen. Was ist das eigentlich? Was ist Manipulation und wo unterscheidet sie sich von Motivation? Wann ist es Manipulation? Wann ist es Überzeugen? Wann ist es Überreden? Und wann ist es einfach Zwang? Und auch die Frage, was hat unsere ganze Kultur damit zu tun? Inwieweit hat das mit den Grundideen des christlichen Abendlandes zu tun? Welche Rolle spielt der liebe Gott? Und wenn ich schon beim lieben Gott bin, welche Rolle spielt er bei Jordan Peterson, der darüber viel auch geschrieben hat? Ostern kommt auch mit vor. Und wenn wir bei Jordan Peterson sind, sind wir mitten in der Frage nach rechts und links. Ist Jordan Peterson ein rechter Denker oder ein linker Denker? Und wo sind die Beispiele in diesem Podcast und wie sehe ich das Ganze? Und die grundlegende Frage, was um Gottes Willen ist eigentlich rechts und was ist eigentlich links? Ich sagte jetzt schon, ich kann es nicht beantworten. Aber ich gebe ein paar Ideen, wie man es vielleicht beantworten kann, auch aus dem Konzept von Spiral Dynamics, ein bisschen auch aus dem Konzept von Psychografie, werde auf Kommentare eingehen, die mich dazu gefragt haben, wie das Ganze ist. Getreu dem Satz, bleibt dran, es kann nur besser werden. Geht es in diesem Podcast um mehr Antimanipulationstechniken aus dem Hintergrund des NLP. Gleich geht's los, aber erstmal kommt ein kleines bisschen Musik und die Kapitelüberschriften. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 112 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin am Dienstag, dem 23. April 2024. Dieser Podcast oder vielleicht besser gesagt dieser Audio-Newsletter erscheint normalerweise am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify und Apple Podcasts und seit einiger Zeit auch zusätzlich auf YouTube, was heute in dieser Folge auch eine große Rolle spielen wird. Wenn du immer über den aktuellen Podcast informiert werden möchtest, dann ist es am besten, du abonnierst den E-Mail-Newsletter www.ralfstumpf.de/newsletter. Da gibt es dann auch immer am Samstag NLP-Texte. Auch um die geht's jetzt in dieser Folge. Momentan lese und kommentiere ich den geschriebenen Newsletter, die aktuelle Folge über NLP, Verschwörung und Wahrheit. Und da hat sich von letzter auf diese Woche so viel getan, dass es jetzt eine Fortsetzung und Sondernummer dieses Podcasts gibt. Letzte Woche ging es um Antimanipulationstechniken und deswegen geht es heute um mehr Antimanipulationstechniken. Ach, das ist ein schweres Wort. Mehr Antimanipulationstechniken. Jetzt habe ich's. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, veröffentliche ja diesen Podcast seit inzwischen mehreren Jahren auf der Homepage, auf Spotify und auf Apple Podcast und war nicht auf die Idee gekommen, den auf YouTube zu veröffentlichen, weil ich mir dachte, ja, YouTube ist ja für Videos und dieser Podcast ist ja rein Audio. Und habe jetzt aber doch angefangen, hier und da mal eine Folge mit einem Standbild auch auf YouTube zu stellen. Die reinen Zugriffszahlen sind so, dass ich sage, das könnte ich mir eigentlich sparen, weil es sind auf den Podcast-Plattformen 10-mal mehr. Und wenn ich die Absprungrate noch mit reinnehme, die ist also bei YouTube ist die dramatisch. Die über die Hälfte sind nach 30 Sekunden nicht mehr da und am Ende sind noch 4% dabei, die zuhören. Bei den Podcast-Plattformen sind es ungefähr 50%. Aber und das fand ich jetzt wirklich großartig und das führt heute zum Thema des Podcasts. Auf YouTube gibt es Kommentare. Und zwar spannende, gute Kommentare. Und zwei davon sind letzte Woche so cool gewesen, so beglückend und inspirierend, dass ich die heute in den Mittelpunkt dieses Podcasts stellen will. Das heißt, es geht weiter mit dem Thema Antimanipulationstechniken. Es geht weiter damit, dass ich den geschriebenen Newsletter stückchenweise vorlesen werde und dazu die Sachen sagen, die ich mir noch gedacht habe, aber zu denen ich nicht gekommen bin. Aber ich fange damit an, dass ich
von den Kommentaren zitiere, weil das, wie gesagt, wirklich beglückend ist. Und ich fange mal an mit einem Kommentar, der unter dem YouTube-Video, also ich rede jetzt von dem 111er Podcast Anti-Manipulationstechnik und NLP von letzter Woche, da schreibt ein öffentlich Christian, ein weiterer spannender Podcast. Dankeschön, lieber Christian. Mit vielen für mich neuen Ideen. 99% der Podcast-Inhalte finde ich super. Und wenn die nahezu aus dem Stegreif sind, möchte ich auch noch ein Kompliment rüberfliegen lassen. Da kommentiere ich schon mal was, weil sich das auch gleich auf den zweiten Kommentar beziehen wird, zu dem ich was sage. Also mal ein paar Hintergrundinformationen, wie dieser Podcast eigentlich wirklich entsteht. Ja. Also ich mache mir vorher ein paar Stichpunkte, natürlich, klar, ich spreche da nicht komplett aus der hohlen Hand, aber es ist nicht geskriptet. Und ich habe, wie ich mit dieser Podcast-Reihe angefangen habe, mich auch natürlich umgeguckt, was gibt es eigentlich sonst noch an Podcasts? Und ehrlich gesagt, mir fehlen fast komplett die Vorbilder. Also es gibt Podcasts, die ich sehr schätze, wo sehr deutlich zu hören ist, da hat jemand sich das vorher aufgeschrieben und liest diesen Text jetzt komplett ab. Und es gibt da einige Podcasts, wo die Leute mit angenehmer Stimme und schöner Betonung einen hochspannenden Text wirklich eine Stunde ablesen. Ich gebe ehrlich zu, dass ich das hauptsächlich aus dem Grund nicht mache, weil es echt eine unglaublich lange Vorbereitungszeit ist. Also man sagt, so eine Seite Text ist ungefähr 5 Minuten. Das heißt, wenn ich 50 Minuten vorlesen will, brauche ich 10 Seiten Text. Das wird dann auch sehr dicht und ist wirklich schwer nebenbei zu hören. Und ich glaube ja, dass das Nebenbeihören eigentlich das ist, was den Charme von Podcasts macht. Um da mal eine Klammer in der Klammer aufzumachen, wie ich überhaupt eigentlich zu dem Thema Podcast gekommen bin, weil ich jahrelang überhaupt nicht so eine Sachen gehört habe. Ich war auch jetzt abgesehen von dem klassischen Harry Potter nicht wirklich Hörbuchfan. Und dann kam mal die Corona-Zeit und dann hörte ich in der Corona-Zeit mal irgendwann einen Podcast über Podcasts. Das war mein erster echter Podcast, wo Burkhard Müller-Ulrich, der ehemals vom Deutschlandfunk war und dann später, also inzwischen hat er mit Kontrafunk einen eigenen Radiosender. Und der hat einen Podcast über Podcast gemacht. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch den Namen Joe Rogan gehört und erfahren, dass dieser Mann 6-stündige Podcasts macht und die Leute zuhören, was für mich unfassbar war, dass man sich das so lange gibt. Und er brachte damals auch den Namen Jordan Peterson. Das war eines der ersten Male, wo ich den Namen Jordan Peterson gehört habe. Und dass halt Jordan Peterson wirklich der Meinung ist, dass Podcast im Grunde so eine Art, ich glaube, aus seinem Mund ist das Zitat, die nächste Gutenbergsche Revolution ist, weil es zum einen jedem die Möglichkeit gibt zu senden, vor allem aber, weil Podcasts erstaunliche Möglichkeiten bieten zu empfangen, zu hören. Man muss sich halt nicht hinsetzen mit dem Buch, man muss sich halt nicht hinsetzen und auf den Bildschirm gucken. Man kann es nebenbei hören, während man irgendwas anderes macht. Und das ist halt der Vor- und Nachteil von diesem Podcast. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die meine Podcasts hören und während des Nichts machen, außer hören. Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass viele Leute, ähnlich wie ich, wenn ich Podcast höre, halt nebenbei irgendwie Sport machen oder irgendwas aufräumen oder sowas in der Richtung. Und drum darf das ruhig ein bisschen plauderig sein, ist meine Meinung. Wenn du es anders siehst, gib mir gerne Feedback. Da höre ich gerne drauf, wie die Leute, die das hören, das halt sich wünschen und wie es denen geht. Jedenfalls, ich kenne Podcasts, wo eben einer alleine spricht und das Ganze geskriptet hat, was normalerweise sehr dichte Texte sind, wo man wirklich gut zuhören muss. Und ich kenne Podcasts, wo mehrere Leute miteinander im Gespräch sind. Das sind, glaube ich, sogar die Mehrheit der Podcasts, dass sich halt zwei unterhalten. Da muss man ehrlich sagen, wenn man einen Gesprächspartner hat, braucht man fast gar keine Vorbereitung, weil man sich die Bälle zuspielen kann und die meisten Leute, die in irgendeinem Thema kompetent sind, können da problemlos eine halbe Stunde bis Stunde spannende Sachen dazu erzählen. Ich habe ja in den letzten Monaten und Jahren auch sehr viele Interviews, zum Beispiel auch die Zeilcast-Reihe, die auch komplett auf YouTube ist, als Video und eben auf der Podcast-Seite als Podcast, habe diese Zeilcasts gemacht
Und die kamen schon ganz gut an, aber mehr und mehr kam das Feedback: Ralf, bitte mach wieder was alleine, wir wollen dich solo hören. Und so ergibt sich das. Und von daher, ja, ich spreche frei mit bestimmten Stichworten. Und nein, ich habe dazu keine Vorbilder und würde mich total freuen. Das heißt, wenn irgendjemand, der hier zuhört, ein Beispiel kennt für einen Podcast, wo ein Mensch alleine spricht und das so klingt, als würde er freisprechen, der Mensch, und das nicht abliest, und das auch noch ein Podcast ist, von dem du sagst, der ist vorbildlich, der lohnt sich zu modellieren, weil mein Thema ist ja Modeling und NLP, der lohnt sich zu modellieren, dann freue ich mich da über einen Hinweis, denn ich bin stets daran interessiert, besser zu werden. Da kommen wir gleich noch im zweiten Kommentar drauf. Also, da möchte ich ein Kompliment rüberfliegen lassen. Jetzt kommt so eine Wundertüte. Mich interessiert ernsthaft, wie es zum Filter der Auswahl, Klammer auf, Taz manipuliert, stimmt in diesem Fall sicher und ist ein gutes Beispiel, hätte sicher auch ein paar andere in der Bild gegeben, Klammer zu, oder dass die Aussage eines Rechten nicht komplett wiedergegeben werden. Jetzt kommt ein spannendes Thema, jetzt kommt das Thema rechts und links, bei dem ich mich bisher in meinen Newslettern und Podcasts ein wenig zurückgehalten habe, weil es ein Thema ist, was schon heutzutage eine zentrale Rolle spielt, was mich aber ehrlich gesagt verwirrt. Ich suche seit Jahren, also eigentlich seit ich mich wieder sehr persönlich, politisch und gesellschaftlich interessiere, suche ich nach einer für mich überzeugenden Definition, was ist eigentlich rechts und was ist eigentlich links. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso schwieriger finde ich es, das Ganze zu benennen. Ich habe darüber wirklich sehr viele Texte gelesen. Ich weiß, dass es erstaunlich viele Menschen gibt, witzigerweise nur auf der einen Seite, die sich selbst als links sehen und auch als rechts, aber als rechts bezeichnet werden. Für mich, glaube ich, das absurdeste Beispiel ist Sarah Wagenknecht, von der ich irgendwann gelesen habe, sie wären Rechte. Andersrum kenne ich es eigentlich nicht, dass Leute sich selbst rechts nennen und als links von außen bezeichnet werden. Also ich finde diese beiden Worte dummerweise gleichzeitig wichtig und im Grunde von der Definition her nicht zu fassen. Das Beste, was ich für mich gefunden habe, um es mir zu übersetzen, ist im Modell von Spiral Dynamics, die beiden Seiten bei Claire Graves, Selbstausdruck und Selbstaufgabe genannt, häufig kollektiv und individuell. In meinen Worten, ich mag das große und das kleine Selbst dafür als Worte. Also das kleine Selbst ist eben ein Individuum und das große Selbst ist ein Kollektiv. Das sind zwei Denkweisen, die sehe ich über Jahrhunderte und Jahrtausende als so stabil, dass ich denke, die könnten es vielleicht sein, dass ein eher vom Kollektiv ausgehendes Denken in Richtung links geht und ein eher vom Individuum ausgehendes Denken in Richtung rechts geht. Aber da kommen nicht sofort wieder die Ersten und sagen, ja, aber es waren doch damals die Nazis, die vom Kollektiv aus gedacht haben. Dann kommen die Weiteren und sagen, ja, aber die Nazis waren ja nationale Sozialisten, die waren ja eigentlich auch links. Und dann geht die Verwirrung bereits los und es ist schwierig. Und meine aktuelle Antwort, ich weiß nicht, ob sie dir gefällt, es gibt die sogenannte atheistische Buskampagne, das war eine Kampagne, die gab es in England. Gott, wann war die denn, die atheistische Buskampagne? Das ist das Schöne bei so einem Podcast, da kann man zwischendurch auf die Pausentaste drücken und googeln. Die atheistische Buskampagne war im Oktober 2008 in London. Und da hat die British Humanist Association und der Religionskritiker Richard Dawkins eine Aktion unterstützt, wo in London Busse umhergefahren sind mit der Aufschrift, ich übersetze es auf Deutsch, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, deswegen hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße das Leben. Und natürlich, wenn man das in Spiral Dynamics hört, dann denkt man an den Gott der blauen Stufe. Ich habe darüber ja auch schon Webinare gemacht und Newsletter geschrieben, dass jede Stufe ihren eigenen Gott hat. Und der Gott von Blau ist halt das, was wir eigentlich Gott nennen. Und in dem Moment, wo eine Gesellschaft von Blau zu Orange geht,
verliert halt dieser Gott seine Bedeutung und dann kommen halt klassischerweise diese rational-wissenschaftlich denkenden Menschen, wie Richard Dawkins halt einer davon ganz klar ist, die sagen, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, deswegen hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Und möglicherweise eine Stufe höher oder besser gesagt zwei Stufen höher, wenn wir jetzt von Spiral Dynamic mäßig grün nach gelb gehen, könnte man sagen, es gibt wahrscheinlich kein rechts und links. Hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Also ich frage mich inzwischen mehr und mehr, ob diese gesamte Rechts-Links-Thematik nicht ein Gehirngespinst ist, ein, sorry, wenn ich das so klar sage, Mindfuck, in dem wir uns vielleicht selbst und gegenseitig verwickeln, was in vielen Fällen eigentlich nur eine andere Art ist, eventuell in den Kategorien Gut und Böse zu denken. Weil ich habe so das Gefühl, es ist momentan kein Problem, irgendjemanden links zu nennen. Die meisten nehmen das Etikett gerne auch mit Stolz und sagen es mit erhobenem Haupt, was bei dem Wort rechts natürlich völlig anders ist. Also da gibt es bestenfalls Leute, die mit trotzig gehobenem Kopf sagen, ich bin rechts. Aber nicht wirklich viele, die das stolz sind oder die sich freuen, wenn sie das Etikett bekommen, ist eine eigenartige Sache. Ich weiß wirklich keine Antwort darauf und ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn wir diese Etikettierung weglassen können, obwohl ich weiß, dass ich sie selbst auch das letzte Mal gebracht habe. Aber die Frage war ja, wie komme ich zu diesem Taz-Artikel? Und da gibt es eine vielleicht ein bisschen peinliche Begründung. Es war der sowas von krass allerbeste, also das sowas von allerbeste Beispiel, was ich zu diesem Thema gefunden habe, was ich da erklären wollte, dass ich einfach keine Alternative hatte. Weil natürlich jeder Text manipuliert, aber die meisten Texte, um dort die Manipulation zu zeigen, die im Text vorkommt, würde einen wesentlich längeren Text brauchen, den vorzulesen und würde wesentlich längeren Text brauchen, das zu erklären. Das heißt, wenn dieses Stückchen Text in irgendeiner anderen Online-Publikation gewesen wäre, hätte ich es von dort aus auch genommen. Und dieses, was da öffentlich Christian schreibt, dass es da auch in der Bild wahrscheinlich was gegeben hätte, da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich lese zwar ungefähr 30 Webseiten im Überblick jeden Tag, aber die Bild ist nicht dabei. Also kann sein, dass es da was gibt und Christian, wenn du da Beispiele für hast, schick sie mir gerne, aber das gehört nun nicht zu meinem Lektüreprogramm, womit ich nichts gegen die Bild sagen will, sondern einfach nur, dass ich mich nicht verpflichtet fühle, einen repräsentativen Überblick über alle Medien zu nehmen, sondern da ein bisschen auch danach auswähle, wo ich den Schreibstil genießen kann, also was ich auch gerne lese von der Art, wie geschrieben ist. Das Gleiche gilt, dass die Aussage eines Rechten nicht komplett wiedergegeben werden. Auch da fehlt mir leider Gottes oder fehlte mir damals ein Beispiel von der anderen Seite. Jetzt im Augenblick hätte ich das, weil jetzt seit dem letzten Podcast war ja zum einen so, dass diese Konferenz der eher konservativen rechten Seite in Brüssel von der Polizei geschlossen worden ist und in Berlin der Palästina-Kongress auch von der Polizei geschlossen worden ist. Das heißt, da hätten wir jetzt mal wirklich von beiden Seiten Cancel Culture, die man sehr, sehr gut vergleichen kann. Jetzt lese ich weiter, was öffentlich Christian geschrieben hat. Deine These in Klammern, und du hast es auch so genannt, Klammer zu, dass es vielleicht mehr rechte Blogs gibt, weil der Mainstream vielleicht eher links sei, halte ich doch bei der auflagenstarken Bild-Zeitung. Und auch die Tatsache, dass die AfD wohl mehr Leute auf TikTok erreicht als die Tagesschau, für eher hinterfragenswürdig. Ja, wie gesagt, die Bild-Zeitung habe ich wirklich in meinem persönlichen Leseprogramm nicht drin. Und ja, sie ist auflagenstark und ja, sie hat auch im Internet sehr hohe Zahlen. Und ich weiß auch, dass es genügend Leute gibt, die inzwischen bezweifeln, dass die Bild-Zeitung eher rechts ist, während das mit TikTok, da muss ich ganz klar sagen, also das ist ein Kanal, den ich überhaupt nicht konsumiere. Noch schlimmer, ich halte mich aus sämtlichen sozialen Medien fern. Es gibt von mir also keine wirklich gepflegten Profile auf, wie sie alle heißen, also TikTok, Facebook, Twitter und so weiter und so fort, sondern es ist im Grunde diese YouTube-Seite das Einzige, wo ich da unterwegs bin. Also ich will damit sagen, es ist da von meiner Seite aus null Anspruch,
das ausgewogen repräsentativ nach der Verbreitung oder ähnliches zu machen. Es ist eine subjektive Auswahl und ehrlich gesagt glaube ich, dass jede Auswahl subjektiv ist. Weiter der Kommentar von Christian. Wie kommt es denn zu deinen politisch-intellektuellen Filtern, die dich zu Jordan Peterson führen? Jordan Peterson habe ich entdeckt, und das ist, glaube ich, wirklich eine spannende Geschichte. Also, wie gesagt, ich habe von ihm hier und da gehört, bin aber nie hängen geblieben. Dann habe ich von ihm gehört in diesem Podcast über Podcast und dann habe ich nach ihm gegoogelt und dann blieb ich hängen bei seiner Serie Biblical Lectures. Das sind, glaube ich, 30 Stunden YouTube-Video, wo er am Anfang sagt, dass er die gesamte Bibel psychologisch erklären möchte. Am Ende kommt er in 30 Stunden gerade durch das erste Buch Moses, durch Genesis durch. Und nun ist es ja so, ich bin ja ursprünglich katholischer Kirchenmusiker und ich interessiere mich ja sehr für Geschichte und für Religionsgeschichte und für Religion. Und jetzt kommt da Jordan Peterson, ein ordentlicher Psychologe, und fängt an, die Bibel zu erklären. Und nach wenigen Sätzen wird mir klar, er erklärt nicht nur die Bibel, sondern er steigt auch tief ein in das Thema Storytelling und Heldenreise, kommt dann von sich auf wiederum auf Joseph Campbell und den Monomythos, was ich ja in meinem Storycode auch drin habe. Das heißt, da macht er es flupp, 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 flupp. Und es gab eine Verbindung nach der anderen, die mich dann wirklich in einen Jordan-Peterson-Rausch gebracht hat. Dann habe ich entdeckt, was der Mann halt vor allem auf YouTube veröffentlicht hat. Also neben den Biblical Lectures, die mich also wirklich extrem begeistern. Ich finde es eines der besten Sachen, die es im Internet gibt. Bin ich dann weitergegangen zu seinen beiden großen Universitätsvorlesungen, also Maps of Meaning und Personality. Das ist ja beides noch aus der Zeit, bevor er berühmt wurde als Internetpersönlichkeit und habe mir das komplett gegeben, was wirklich sehr tief und inhaltsdicht ist und im Grunde gar nicht politisch. Ich glaube, da kann man nicht groß in rechts und links. Also, wenn man will, kann man alles in rechts und links denken, aber es steht wirklich nicht im Vordergrund. Es sind Universitätsvorlesungen und dann war das irgendwann zu Ende. Ich hatte ungefähr 100 Stunden Jordan Peterson zu mir genommen und mich gefreut und gequietscht vor Glück und plötzlich war das aus. Und dann fing ich mehr und mehr an, weiter zu suchen und er hat halt, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der so viel von seinen Sachen ins Internet gestellt hat, gerade auf YouTube und hat mir das angeguckt und dann wurde es auch mehr und mehr politisch und ich gebe ganz ehrlich zu, obwohl ich es im Großen und Ganzen mag, finde ich, dass es qualitativ nicht mithält mit den anderen Sachen. Also ich habe da relativ schnell angefangen, mich zu langweilen, ganz ehrlich gesagt, wenn das bei ihm zu politisch wird. Ich finde toll, dass er diese Position hat, dass er da diese Rolle einnimmt. Ich feiere auch wirklich das Streitgespräch zwischen ihm und Slavoj Žižek. Ich feiere, das findest du auch auf YouTube, ich feiere, dass es darüber hieß, es wäre der gefährlichste Denker von den Rechten, der im Gespräch mit dem gefährlichsten Denker von den Linken ist, weil für mich als Erkenntnistyp ist der Gedanke, dass es gefährliche Denker gibt, natürlich ein ganz wunderbarer Gedanke. Und ich habe dieses Gespräch wirklich gefeiert, weil ich finde, dass es eine Form hat, die Hoffnung macht, weil da zwei Leute wirklich auf eine außerordentlich anständige Art miteinander reden. Es gibt wenig Beispiele, wo Leute, die weltanschaulich so weit auseinander sind, so anständig miteinander reden. Das war aber auch die Gesprächsform. Also jeder von beiden bekam erst, glaube ich, 10, 15 Minuten für einen Vortrag. Das war abgelesen und vorbereitet. Dann, glaube ich, nochmal 5 Minuten, um auf den Vortrag des anderen zu antworten. Und dann gab es ungefähr eine Stunde, wo die beiden sich unterhalten haben. Und so sehr ich Jordan Peterson-Fan bin, finde ich ganz persönlich, subjektiv, dass in diesem direkten Streitgespräch Slavoj Žižek gewonnen hat. Ich finde, er hat besser argumentiert, er hatte die besseren Argumente. Also wirklich großartig. Aber es ist komplett unwichtig, wer so ein Gespräch gewinnt, weil es geht darum, dass wir, du kennst das Popper-Zitat vom letzten Mal, ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir ihr näher kommen. Ich finde das so albern bei solchen Gesprächen, wenn es nur darum geht, wer gewinnt. Für mich steht der Gewinn der Erkenntnis im Vordergrund, dass wir weiterkommen. Und es waren tolle Argumente von beiden Seiten drin. Und es war, die Körpersprache war spannend, der Status war spannend zu sehen. Also es gibt eine Stelle, wo Jordan Peterson mit seinem Hosenbein kämpft. Und
Die, von der erzähle ich so gerne, weil sie halt ein wunderbares Bild ist zum Thema Status. Also wenn du Slavoj Žižek siehst und seine Kleidung und seine nonverbalen Signale und du siehst daneben Jordan Peterson mit seiner Kleidung und seinen nonverbalen Signalen, würdest du normalerweise sagen, dass Jordan Peterson den deutlich höheren Status hat, aber alleine diese Szene mit dem Hosenbein zeigt weit gefehlt Slavoj Žižek. Auf dieser Ebene gewinnt er ganz klar. Und von daher, ich würde auch Jordan Peterson so gerne einfach empfehlen können, ohne sofort in dieses schreckliche Rechts-Links zu fallen. Und jemand, der mich fast genauso stark beeinflusst wie Jordan Peterson, ist Harari, Yusuf Noah Harari. Und der gilt ja nun als der zitiert linker Denker. Da fragt komischerweise mal keiner nach, wenn ich den zitiere. Es ist eine komische Zeit, dass wenn dieses Rechts-Links-Thema kommt, ist rechts immer so ein bisschen verbunden mit einer Rechtfertigungspflicht. Und da sehe ich wirklich, also an dieser Stelle gehe ich auf eine Metaebene und warne, da sehe ich wirklich eine Gefahr. Und das ist auch der Grund, warum ich das Erlebniswochenende, was wir jetzt am Pfingsten haben, halt wirklich unter diese Überschrift stelle, wie wir uns verstehen können, da komme ich jetzt auch gleich drauf, wenn es ums Thema Manipulation wieder geht, weil ich das für essentiell wichtig halte. Das ist eine Idee, die habe ich ursprünglich von Harari, habe sie aber auch bei Jordan Peterson wiedergefunden, die sich beide halt auch mit der Frage beschäftigen, was macht denn jetzt unsere westliche Kultur, grob gesagt, also das jüdisch-christlich-griechisch-römische Abendland aus. Und beide kommen, wie gesagt, der eine links, der andere rechts, zur gleichen Idee, nämlich was diese Kultur auszeichnet und vermutlich auch groß gemacht hat, ist der Umgang mit dem Unwissen, der Umgang damit, Dinge nicht zu wissen. Harari bringt dieses großartige Beispiel, dass es nur im Abendland, im Westen, wurden Karten gezeichnet, Weltkarten gezeichnet, wo Terra Incognita eingezeichnet war, also unbekanntes Land. Weiße Flächen im Sinne von, da gibt es noch was zu entdecken, da wissen wir was nicht. Während im Grunde alle anderen Kulturen, also ich beziehe mich auf Ferrari und hoffe, dass er gut recherchiert hat, hatten jeweils die Idee, dass das, was sie wissen, vollständig ist. Und ich habe es ja auch im vorletzten Podcast über NLP und den Teufel erzählt und da eine Idee von Jordan Peterson referiert, dass er halt meint, die christliche Idee vom Teufel kann man auch so benennen, dass der Teufel schon, jetzt im Psychographie-Dreieck gesehen, den Erkenntnisbereich meint, also die Ratio. Aber das Teuflische ist dann, wenn der sich halt über die beiden anderen Bereiche erheben möchte und behauptet, er wäre hundertprozentig alles. Das heißt mit anderen Worten, nach Jordan Peterson bedeutet Teufel, wenn irgendjemand sagt, ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Ich weiß alles, was man wissen muss oder in der Umkehrung. Was ich nicht weiß, das lohnt sich nicht zu wissen. Was ich nicht weiß, das muss man nicht wissen. Und Jordan Peterson, Maps of Meaning, das ist ja das Buch, was er geschrieben hat, bevor er zu diesem enormen Ruhm gekommen ist. Da schreibt er diesen großartigen Satz, dass der Mensch das Lebewesen ist, was angepasst ist, also Darwins Idee der Anpassung an den Lebensraum, also dass der Mensch das Lebewesen ist, das angepasst ist zum Leben im Unbekannten. Das ist also das, was uns auszeichnet, gerade der Gedanke ist, ins Unbekannte zu gehen. Und das sind natürlich nicht alle, das wissen wir auch. Also keine Gesellschaft besteht nur aus Eroberern und Abenteurern und Leute, die ins Unbekannte gehen. Aber es reicht ja, wenn das eine kleine Menge von Leuten ist. Und die sind unglaublich wichtig für eine Gesellschaft. Die Querdenker, Querköpfe, Abweichenden, die Leute, die die Welt irgendwie anders sehen. Das ist, wenn du in die Kybernetik gehst, da geht es um das Gesetz der größtmöglichen Vielfalt, wo es wirklich um das Überleben geht. Und wenn du es groß hängen willst, geht es um das Überleben der Menschheit. Das ist so, dass eine Population einer bestimmten Art hat ja immer das Problem, dass sich die Umstände, der Kontext, der Lebensraum ändern kann. Und nachdem natürlich jede Population, jede Art auf den Kontext, in dem sie lebt, angepasst ist, und je besser sie angepasst ist, umso besser kann sie darin leben, ist immer das Problem, dass wenn sich dieser Kontext plötzlich und unerwartet auf eine komische Art ändert,
Kann es das dann gewesen sein? Ja, tschüss, tut uns leid, aber das passt jetzt nicht mehr, wie ihr euch angepasst habt. Und drum ist es so, dass eine ressourcevolle, starke Gesellschaft, eine ressourcevolle, starke Population leistet sich normalerweise den Luxus, dass sie immer ein paar Verrückte mitträgt, durchfüttert, unter sich duldet, weil diese Abweichungen, diese Mutationen sind das Potenzial, dass man sagt, wenn sich der Kontext auf eine unerwartete Art ändert und wir haben eine Vielfalt innerhalb unserer Population, haben wir eine gute Chance, dass irgendeiner von diesen Verrückten, also der aus dem rausgerückt ist, was halt der Mainstream ist, dass der genau das bietet, die Idee, die Technik, die Vorgehensweise, die wir jetzt brauchen, und dann haben wir einen enormen Vorteil. Das heißt, eine Population, die in sich keine Vielfalt duldet, die in sich keinen Streit duldet, ist enorm verletzlich, ist auf einem ganz, die geht auf ganz dünnem Eis, ist also wirklich gefährlich, sich darin zu bewegen. Und dadurch kommen wir halt auf einen Widerspruch, weil natürlich, ja, jeder wünscht sich eigentlich ein Leben ohne Widerspruch. Also wäre das nicht schön, wenn alle so wären wie ich, so nach dem Motto. Und wäre das nicht toll, alle würden mir zustimmen. Kurzfristig ja. Das ist genauso wie kurzfristig alle Gazellen sagen, ach, wäre das ein schönes Leben ohne Löwen. Aber von einer größeren Betrachtungsweise her muss man sagen, dass das Kollektiv der Löwen und das Kollektiv der Gazellen wunderbar miteinander kooperieren und sich gegenseitig in der Entwicklung fördern und gegenseitig weiterbringen. Und wenn es die Löwen nicht gäbe, würde es die Gazellen irgendwie auch nicht mehr lange geben. Das ist natürlich jetzt wieder der Blick Kollektiv-Individuum, das heißt, die einzelne Gazelle ist jetzt wahrscheinlich nicht so total die große Freundin von dem einzelnen Löwen. Wie gesagt, individuell und kollektiv. Und was ich sehr ins Zentrum des Erlebniswochenendes stellen werde, ist ein Gedanke von Immanuel Kant, der gestern 300. Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch, Immanuel. Der hat einen Text geschrieben, wo er eine Idee formuliert, die finde ich faszinierend. Und zwar sagt er sinngemäß, der Mensch will Eintracht, aber die Natur, die besser weiß, was für den Menschen gut ist, will Zwietracht. Das heißt, Immanuel Kant bringt den Gedanken, dass die Zwietracht, der Streit, die Konkurrenz für die Menschheit viel besser ist als Eintracht. Und da macht er in diesem Text am Anfang eine ganz spannende Unterscheidung, nämlich die Unterscheidung zwischen Individuum und Kollektiv. Und er macht die Unterscheidung doppelt, und das finde ich enorm faszinierend. Er sagt zum einen, also er setzt voraus etwas als gegeben, darüber könnte man streiten, aber ich möchte ihm, weil er hat gestern Geburtstag, möchte ich das lassen und sagen, ich akzeptiere das mal. Und zwar sagt er, dass die Natur es darauf anlegt, dass jedes Wesen seine Anlagen möglichst vollständig entwickelt. Und dann sagt er, dass das bei Menschen schwierig ist, und zwar einfach aus dem Grund, weil der Mensch so unfassbar viele Anlagen und Potenziale hat, dass es einfach nicht möglich ist, die im Laufe eines Lebens zu entwickeln. Das Leben ist zu kurz, um alle Anlagen zu entwickeln, die man in sich trägt. Deswegen sagt er, ja, aber da macht die Natur einen Trick. Der einzelne Mensch kann seine Anlagen nicht voll entwickeln, aber die Menschheit könnte die menschlichen Anlagen voll entwickeln. Das heißt, da wechselt er vom Individuum aufs Kollektiv und sagt, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch trägt dazu bei, die Gesamtanlagen, das gesamte Potenzial der Menschheit zu entwickeln. Und er unterstellt ja der Natur eine Absicht, einen Zweck in dem Ganzen. Und deswegen sagt er halt, dass die Natur, die in seinem Bild das möchte, dass die Menschheit ihre Anlagen komplett entwickelt, sich, damit das geschehen möge, einen Trick ausgedacht hat. Und dieser Trick ist Zwietracht. Der Trick ist Streit. Der Trick ist, dass, wie er sagt, wir wären alle wie eine Schafsherde im Paradies, glücklich blökend, wenn es keinen Streit gäbe, und hätten von unseren Potenzialen als Menschheit und auch als einzelne Menschen im Grunde kaum was entwickelt, weil wir es ja nicht müssten,
wenn da nicht immer wieder die doofen Nachbarn kämen, die doofen Konkurrenten, die doofen, was weiß ich, und uns nerven, sodass wir halt mit anderen Leuten in alle möglichen Konkurrenzen einsteigen müssen, also körperlich, emotional, intellektuell, wie auch immer. Und ich finde diesen Gedanken faszinierend. Denn der geht wiederum zurück auch zu einer Idee aus dem christlichen Abendland, dass halt in christlich-römisch-griechischer Tradition das Streitgespräch, das gelehrte Streitgespräch halt immer schon eine ganz, ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Dass Leute mit verschiedener Meinung eine gemeinsame Arena finden, wo sie diesen Streit miteinander ausmachen können. Und deswegen, so blöde das klingt, es wäre wahrscheinlich extrem schlecht, wenn eine Gruppe sich wirklich durchsetzen könnte, wenn eine Gruppe wirklich die Macht hätte, wenn eine Gruppe imstande wäre, die Wahrheit zu definieren. Wir kennen genügend Beispiele aus der Geschichte, leider vor allem aus dem letzten Jahrhundert, wo eine kleine Gruppe so viel Macht hatte, dass sie die Wahrheit definieren konnten. Und wir haben gesehen, was da passiert. Nämlich, die Wahrheit wird immer kleiner. Weil sobald es eine Gruppe gibt, die die Wahrheit definiert, wird innerhalb der Gruppe werden Abweichler aussortiert und innerhalb der noch kleineren Gruppe werden dann die Abweichler aussortiert und innerhalb der immer kleiner werdenden Gruppe werden immer mehr Abweichler aussortiert, bis am Ende irgendwas rauskommt, was maximal weit entfernt ist von jeder Art von Erkenntnis und Wahrheit und was halt wirklich zu einer Ideologie, was ja bedeutet ein Wort, ein Gedanke, ein Sinn. Und das ist bei einer minimalen Veränderung des Kontextes definitiv einfach zum Absterben verurteilt. Von daher, wir brauchen den Streit und wir brauchen ihn halt im Augenblick wahrscheinlich vor allem zwischen diesen Lagern, die wir so gemeinhin rechts und links nennen. Ich würde, wie gesagt, so gerne diese Worte vermeiden, sehe aber ein, dass wir sie, glaube ich, momentan nicht vermeiden können. Und wenn du mich fragst, was das sinnvolle Vorgehen wäre, würde ich sagen, von einer Metaebene her auf jeden Fall dafür sorgen, dass dieser Streit zivilisiert in einem wertschätzenden Rahmen möglich ist. Und balancieren, das ist eine uralte NLP-Regel, die habe ich schon in meiner NLP-Ausbildung kennengelernt, dass wenn zwei Seiten sich streiten und eine von beiden Seiten tendenziell unterlegen, ressourcenärmer ist, ist immer die Idee, dass man die ressourcenärmere Seite stärkt. Das ist der NLP-Ansatz. Es ist im Konfliktmanagement ziemlich üblich zu sagen, dass eine Klärung eines Konfliktes nur möglich ist zwischen zwei ungefähr gleich starken Seiten. Aber gerade auch in der Politik wird häufig auch das alternative Vorgehen empfohlen, zu sagen, wir könnten ja auch die stärkere Seite schwächen. Das ist bei den Kriegsfällen sowas wie mit Sanktionen oder mit Embargo oder sowas in der Richtung. Da sagt NLP, nein, wir haben die Grundregel, dass die schwächere Seite gestärkt wird, um halt einfach Balance zu erzeugen. Weil, und damit will ich dieses Kapitel abschließen, für mich ist das Grandiose an der Idee von Demokratie, dass Demokratie ein Problem gelöst hat, was bis dahin die Menschheit noch überhaupt nicht gelöst hat, nämlich Demokratie macht den Irrtum zu einer Ressource. Es ist in jeder Art von Regierungsform, wo ein Einzelner, also gehen wir mal Richtung Monarchie oder noch schlimmer Diktatur, wo ein Einzelner alles bestimmen darf, ist es so, wenn zufällig dieser Einzelne ein Weiser ist, fast ein Gott, ein Philosoph, jemand, der es echt drauf hat, der es echt blickt, der einfach halt wirklich weiß, wie es läuft. Ja, besser geht's nicht. Das ist großartig. Also in einem so regierten Land möchte man natürlich unbedingt leben. Dumm ist, dass dieser arme Mensch wahrscheinlich dann über Jahre und Jahrzehnte recht haben muss. Weil wenn der sich irrt, wenn der sich einmal irrt, wenn der sich einmal grundlegend irrt, dann ist halt, ja, dumm gelaufen. Dann geht mit ihm vermutlich das ganze Land unter. Deswegen haben die Berater und so weiter und so fort. Und das Tolle in der Demokratie ist, dass durch diese Mehrheitsprozesse und diese scheinbar so unendlich schwierigen Entscheidungswege hat die Demokratie es geschafft, das Irren und Zweifeln des Einzelnen
in einem Gesamtprozess nützlich zu machen. Das heißt, was ich so befreiend finde an der Demokratie ist, ich muss nicht recht haben. Ich kann, platt gesagt, den größtmöglichen Blödsinn verzapfen, weil ich habe um mich herum unglaublich viele Menschen, die mich korrigieren. Wir korrigieren uns alle die ganze Zeit gegenseitig. Und das mag wirken wie eine Lähmung, wie eine Behinderung. Letztendlich, guck auf die letzten 200, 300 Jahre zurück, hat sich das Gegenteil herausgestellt. Je mehr eine Gesellschaft Richtung Freiheit und Demokratie geht, umso schneller und erfolgreicher wird sie. Und innerhalb der Gesellschaft gibt es dann auch Entwicklungen, sowohl politisch als auch technisch, die verglichen mit den Tausenden von Jahren davor der Menschheitsgeschichte einfach durch die Decke gehen. Also es ist alles andere als langsam. Das subjektive Gefühl ist, dass wir uns ständig streiten. Aber im größeren Rahmen betrachtet kann man nur sagen, nee, eigentlich überhaupt nicht. Das sind halt einfach gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die uns voranbringen. Was nur fehlt, und das ist die Stelle, wo mir gerade ein bisschen gruselt ist, es braucht natürlich irgendeine Art von allgemein akzeptierten Rahmen, irgendwas Größeres. Und da kommt wiederum eine Idee von Harari, die ich sehr toll finde, wo er sagt, wenn du, der ist ja Historiker, wenn du eine Kultur definieren möchtest, dann ist das sehr viel einfacher über die Frage, worüber hat man sich in der Kultur gestritten, als über die Frage, worin war man sich einig. Und er bringt dann das Beispiel der Religionskriege und sich klarzumachen, dass sich in der europäischen Geschichte irgendwann mal wirklich die Leute die Köpfe eingeschlagen haben über die Frage, ob jetzt eigentlich bei der Messe im Gottesdienst, wo ja dieses Stückchen Brot, die Oblate, eine große Rolle spielt, ob da jetzt eigentlich wirklich Christus sich drin manifestiert, also es wirklich Fleisch Gottes ist oder ob das nur ein Symbol ist. Also die katholische Meinung ist ja, dass es wirklich zum Leib Gottes wird, deswegen werden ja auch die Überreste hinterher in einem Safe, also in einem Schatzkästchen im Tabernakel aufbewahrt, während die protestantisch, evangelisch-lutherische Meinung ist, nee, das ist nur ein Symbol, deswegen werden die übrig gebliebenen Brotstückchen einfach hinterher halt in die Brotschublade oder sonst irgendwo hin gepackt, weil es halt nur Brot ist. Da sagen wir heute, Leute, ernsthaft, ich meine, ist die Frage so wichtig? Und die Antwort historisch ist ja, die Frage ist so wichtig, dass darüber Religionskriege entstanden sind, wo wirklich Millionen von Leuten ihr Leben lassen mussten über diese scheinbar alberne Frage, was dieses Stück Brot wirklich ist. Und sobald du dir halt ein so ein Streitthema nimmst, kannst du feststellen, naja, Einstein-Strategie, damit die beiden Seiten sich über den einen Punkt streiten, in welchen 500 anderen Punkten sind sie sich denn überhaupt einig? Zum Beispiel, dass es halt diese Art von Gott gibt. Und der Streit ist ja nur möglich, weil sie in fast allen Punkten übereinstimmen. Deswegen können sie in dem einen Punkt sich streiten. Wenn du einen Menschen triffst, der mit dir eigentlich überhaupt nichts teilt und noch nur nicht mal die gleiche Sprache spricht, gut, ihr könnt euch gegenseitig erschlagen, aber so richtig streiten ist eigentlich schwer denkbar. Gut, damit schließe ich mal das Thema ab und komme zum nächsten Kommentar, damit ich auch noch ein bisschen zu den Antimanipulationstechniken komme. Das ist der Kommentar von Carla Kolumna 123, der lautet folgendermaßen: Bitte kürzer fassen. Oh, es tut mir leid, das ist mir heute ganz im Gegenteil noch weniger gelungen als letztes Mal. Es ist unglaublich anstrengend zuzuhören, obwohl ich das Thema und dich generell gut finden würde. Also, dieses Würde hat mich fasziniert, obwohl ich das Thema und dich generell gut finde, verstehe ich aber gut finden würde. Wahrscheinlich interessiert sie das Thema Antimanipulationstechniken. Okay, doch es fällt so schwer. Ich höre das in zweifacher Geschwindigkeit und ärgere mich, dass das nicht noch schneller geht. Das bitte an YouTube weitergeben. Allerdings durch die komische Betonung ist es echt hart. Bitte einfach normaler sprechen. Auch das wäre gut. Danke. Bleib dran. Kann nur besser werden. Also dieser Satz bleibt dran, kann nur besser werden. Der
Da geht mein Herz so dermaßen auf. Ich habe so Freude. Das ist inzwischen zu einem geflügelten Wort in der Jablonskistraße geworden. Wir haben das ganze Wochenende über uns immer gegenseitig zugerufen. Bleib dran, es kann nur besser werden. Wir wollen T-Shirts drucken, damit ich hat's in meinem WhatsApp-Status. Ich liebe diesen Satz so sehr, dass ich hiermit offiziell sage: Liebe Carla Kolumna 123, solltest du das hören und Zeit haben am Pfingstwochenende, dann lade ich dich ein, kostenlos zum NLP-Erlebniswochenende nach Berlin zu kommen, weil ich und viele andere Leute würden dich so gerne kennenlernen und dir danken, allein nur für diesen wunderbaren Satz. Bleib dran, es kann nur besser werden. Und wenigstens ist es nicht monoton. Bitte wirklich nicht ausschweifen, denn die ersten 3 Minuten sind echt zum Skippen. Also ich glaube, die ersten 3 Minuten sind mehr so die Einleitung mit der Musik und sogar länger. Bitte nicht labern. Ui, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Merci, bleib dran, dann wird es schneller, fokussierter und auch mit besserer Sprache Betonung. Und dann hat sie ein paar Minuten später nochmal geschrieben: Tut mir echt leid, Minute 5 und ich gebe auf, ich sterbe vor lauter Gelaber, dabei wäre ich traurigerweise total interessiert. Mann, ich würde so gerne mit diesem Menschen ins Gespräch kommen, weil ich das sehr inspirierend finde, diese Idee von: Mich interessiert das Thema total. Und in dem Podcast war überhaupt nicht drin, was mich interessiert. Und ich versuche das jetzt mal zu beantworten, weil der Podcast trägt ja den Titel Der letzte Anti-Manipulationstechniken. Und vielleicht gehe ich da mal einen Schritt zurück und mache mir mit dir Gedanken, was ist das eigentlich, Manipulation? Warum finden wir das Wort so schrecklich und warum wollen wir uns davor schützen? Gerade als NLPler fühle ich mich da berufen, mich dazu zu äußern, weil den NLPlern wird ja sowieso ständig vorgeworfen, sie hätten effektive Manipulationstechniken. Unter uns, ich glaube, viele Leute lernen NLP vor allem deswegen, weil sie hoffen, effektiv manipulieren zu können, und sind hinterher enttäuscht, wenn sie merken, dass es so effektiv auch nicht funktioniert. Ich gehe mal ins Psychografie-Dreieck, Erkenntnisbereich, Handlungsbereich, Beziehungsbereich. Ich hatte auch in meinem umstrittensten aller Newsletter, dem mit dem locker flockigen Titel, wie du deine ungeimpften Freunde mit NLP vom Impfen überzeugen kannst. Der war halb ironisch gedacht und brachte mir die maximale Anzahl von Abmeldungen, weil die Leute die Überschrift gelesen hatten, aber nicht den Text. Da habe ich schon eine Differenzierung gemacht im Psychografie-Dreieck und die ich hier kurz wiedergebe. Und zwar das eine ist natürlich, wenn ich im Handlungsbereich bin, also wenn ich will, dass jemand irgendwas macht, dann wäre die Strategie des Handlungsbereichs einfach Zwang. Ich kann, wenn ich Gewalt einsetze und Macht habe, kann ich einfach Leute gerade als Staat zwingen, etwas zu tun. Dabei kann es mir komplett egal sein, ob die das wollen, ob die das glauben, ob die dazu Lust haben. Es ist einfach platter Zwang. Das ist eine Möglichkeit. Damals bei Corona war das ja auch durchaus eine der Möglichkeiten, die im Gespräch war, dass man nicht nur eine Impfpflicht, sondern einen Impfzwang ausübt, was dann wirklich auch bedeutet hätte, dass dann vielleicht Polizei kommt und Leute mit körperlicher Gewalt dazu zwingt, die Impfung über sich ergehen zu lassen. Das wurde nicht gemacht. Ich würde sagen, das ist völlig klar, dass es nicht gemacht worden ist, weil dafür ist unsere Zivilisation doch zu weit fortgeschritten. Trotzdem ist es so, dass das natürlich zum Thema Manipulation, wie bringe ich jemanden dazu, irgendetwas zu tun, eine Strategie ist, die man im Auge behalten soll, vielleicht einfach nur deswegen, um sich zu freuen, dass sie sehr selten angewandt wird. Vielleicht manchmal ein bisschen in der Kindererziehung, wo man stellenweise etwas davon braucht, damit die halt nicht zu viel Blödsinn machen, die Kleinen, und sich umbringen, so weit in der Richtung. Also das war der Handlungsbereich. Jetzt gehen wir zum Erkenntnisbereich. Und jetzt könnte ich eigentlich den Newsletter vorlesen, der jetzt in der Reihe als nächster käme. Das war nämlich der 343er aus der Reihe NLP-Verschwörung und Wahrheit. Ich hatte ja die Reihe angefangen, dann 2 Wochen ungeplante Pause gemacht und dann kam Ostern mit rein. Und ich lese dir mal ein Stück von diesem Newsletter vor, die Hälfte ungefähr, und komme dann wieder zu dem Thema, was ist eigentlich Manipulation und wie kriege ich jemanden dazu, das zu tun, was ich möchte, dass er tut. Das war der Letter 343 vom Ostersamstag, dem 30. März 2024, mit dem Titel Ostern, Glaube, Wahrheit und Lüge und dem Untertitel Eiersuche, Wahrheitssuche. Und da habe ich geschrieben:
An diesem Wochenende ist Ostern, das höchste Fest der Christenheit. Da unterbreche ich die laufende Newsletter-Serie NLP Verschwörung und Wahrheit und bleibe doch beim Thema. Glaubst du die Ostergeschichte? Zitat: Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Zitat Ende. Das war ein Stück aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich vermute, dass deine Antwort Nein ist, und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Nein ein klitzekleines Zögern war. Dieses Zögern ist spannend, das erforschen wir. Den rationalen Teil haben wir schnell abgearbeitet. Ja, Christus ist eine historische Person. Da hatte ich im Original-Newsletter einen Link auf ein sehr spannendes Interview mit einem Jesusforscher. Nein, im wissenschaftlichen Modell ist die Geschichte nicht möglich. Ja, Milliarden von Menschen seit Tausenden von Jahren glauben diese Geschichte trotzdem. Jordan Peterson hasst es, wenn er gefragt wird, ob er an Gott glaubt. Da hatte ich auch im Newsletter einen Link auf ein Interview von Jordan Peterson, wie er das begründet. Warum? Weil er das ständig von Menschen gefragt wird, die seiner Meinung nach nicht wissen, was Glauben eigentlich bedeutet. Für ihn ist Glaube das, wonach du handelst. Jetzt nähern wir uns dem Thema, jetzt wird spannend. An dieser Stelle freut sich der NLPler und denkt ans Psychografie-Dreieck. Die Glaubenswahrheit gehört zum Erkenntnisbereich und auf dieser gründet das Handeln. Wenn du beispielsweise an die Schwerkraft glaubst, dann wirst du die zerbrechliche Vase nicht mitten in der Luft abstellen. Wie also würde jemand handeln, der die Ostergeschichte glaubt? Hier unterbreche ich mal den Newsletter, den Osterletter, den ich da vorgelesen habe, und gehe wieder zu unserem Thema Manipulation. Ich fand diesen Gedanken von Jordan Peterson sehr hilfreich zu sagen, was soll das eigentlich bedeuten? Glauben, glaubst du irgendetwas? Und seine Grundthese auch in Maps of Meaning, also Landkarten von Bedeutung, Bedeutungslandkarten, Glaubenslandkarten kann man in gewisser Weise auch sagen, ist ja genau die Frage gewesen, anlässlich von Dritten Reich und Sowjetkommunismus, wie kann ich gute Menschen dazu bringen, Böses zu tun. Und sein Ansatz geht ja auch über Glauben. Das heißt, wir sind mitten im Thema Manipulation. Der Handlungsbereich hat die Strategie, wenn ich eine bestimmte Handlung möchte, kann ich dich dazu zwingen. Über einen Erkenntnisbereich ist die Strategie, wenn ich will, dass du auf eine bestimmte Art handelst, kann ich deine innere Landkarte auf eine Art verändern, und das ist jetzt halt wirklich die Manipulation, um die es geht, kann ich deine innere Landkarte auf eine Art verändern, dass du aufgrund dieser falschen, ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen, falschen Landkarte das tust, was dir aufgrund deiner falschen Landkarte komplett folgerichtig und klar und natürlich und selbstverständlich erscheint. Und ich dann, freue mich, dass ich dich manipuliert habe, weil ich dich einfach mit einer falschen Landkarte in die Irre geleitet habe. Und das ist für Jordan Peterson halt die Idee, dass guck, was einer tut und folgere daraus, was er glaubt. Und ich lese mal dieses kurze Stückchen von dem Newsletter noch weiter und gehe dann wieder zum Thema Manipulation zurück. Also weiter im Newsletter. Wie also würde jemand handeln, der die Ostergeschichte glaubt? Mahatma Gandhi hat angeblich einmal gesagt, das Christentum klänge für ihn wie eine gute Idee, allerdings sähen ihm die meisten Christen zu wenig erlöst aus. Touché. Ah, da muss ich nochmal eine Klammer aufmachen. Ich habe ja als ehemaliger katholischer Kirchenmusiker in meinem Leben wirklich mehr als genug Predigten gehört und 99% davon waren so, naja gut, lassen wir sie einfach vergessen. Ich glaube, eine der besten Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe, war gar keine. Das war nämlich einfach in der Hochschule im Fach Liturgie. Monsignore Peter Tanzmann vom Bischöflichen Ordinariat Berlin hat da bei uns Liturgie unterrichtet. Und das war jemand, der dem anzumerken war, dass es für ihn nicht nur leere Worte waren. Das war jemand, der auch gerade mit Sprache und mit all dem auf eine Art umgegangen ist, dass ich da saß, Augen und Ohren und alles auf und auf Empfang und so großartig. Ich weiß noch, diese eine Stelle,
wo er ein berühmtes Bibelstück uns im Nebenbei eingeflochten hat. Vielleicht kennst du diese Stelle, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Und ich habe mich meine ganze Jugend über gewundert über diesen grottenlangweiligen Text, weil es ist doch klar, ich meine, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Ist ja logisch, dass eins eins ist und zwei ist zwei. Und dann kommt Monsignore Tanzmann und betont das nur anders und sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Und plötzlich wird dir klar, was das eigentlich bedeutet, weil es bedeutet genau das. Ja, mein Gott, wenn du Ja sagst, dann handle auch entsprechend, dann steh dazu. Und wenn du Nein sagst, dann handle auch entsprechend und steh dazu. Also plötzlich ging da für mich eine Welt auf und ich habe gemerkt, was das bedeutet, wie Jordan Peterson sagen würde, etwas zu glauben. Es heißt nämlich einfach danach zu handeln. Und Peter Tanzmann hat uns damals halt auch erklärt, in einer Vorlesung in der HDK, was eigentlich die Grundbotschaft des Christentums ist. Und das hat mich gepackt bis heute. Es hat mich nicht daran gehindert, später trotzdem aus der Kirche auszutreten. Das ist ein anderes Thema. Was hat mich gepackt bis heute? Und zwar ist diese Botschaft, du bist erlöst. Die Botschaft ist, Christus ist am Kreuz gestorben, um die Erbsünde hinwegzunehmen, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Du bist erlöst, Gott liebt dich ohne Wenn und Aber. Also die ultimative Liebestat von Gott her. Und es ist wohl so, da beziehe ich mich ein bisschen auf Monsignore Tanzmann, aber auch auf andere Quellen, dass das ungefähr 300 Jahre so erzählt worden ist. Dann wurde Christentum Staatsreligion unter Kaiser Konstantin und dann haben die irgendwann gemerkt, das Blöde ist, dass wenn Leute sich erlöst fühlen, wirklich erlöst, also wirklich befreit, wirklich von Gott geliebt, dann kannst du die einfach nicht regieren. Die machen, was sie wollen, weil die sind frei. Und deswegen wurde dann eine Idee wieder aus der Ablage geholt, eine Idee, die eigentlich vom Tisch war, nämlich die Idee der Sünde. Die hatte ja Christus eigentlich hinweggenommen. Und seitdem ist die christliche Botschaft nicht mehr, wir sind alle erlöst, sondern wir sind alle arme Sünder. Und sobald du Leuten einredest, dass sie Sünder wären und Erlösung brauchen, kannst du sie halt wieder manipulieren, weil du eine entsprechende innere Landkarte geändert hast. Ich lese mal weiter mit dem Text des Newsletters, der geht folgendermaßen weiter. Die Ostergeschichte ist das christliche Angebot einer Antwort auf einige grundlegenden Fragen des Lebens, vor allem die Frage nach dem Leid, Christus am Kreuz, und die Frage von Leben und Tod. Im NLP-Jargon, es geht um grundlegende Glaubenssätze auf den logischen Ebenen 5, 6 und vor allem 7. Solange du lebst, handelst du und solange du bei klarem Verstand bist, ist dein Handeln in einem mentalen Modell begründet. Wie also handelst du angesichts von Leiden, Leben und Tod? Handelst du wie ein erlöster, geliebter Mensch, für den der Tod nicht das Ende ist? Es gibt viele spirituelle Modelle, die einen Weg zu einem glücklichen Leben bieten. Es gibt allerdings auch Welterklärungsmodelle, bei denen ein miserables Leben herauskommt, sinnloses Leid und Angst vor dem Tod. Wenn du wissen willst, woran du wirklich glaubst, dann betrachte dein Handeln. Wenn dir dein Handeln und die Konsequenzen deines Handelns nicht gefallen, dann sei offen für ein anderes spirituelles Modell. Es ist ja Ostern, suchen passt da gut zum Charakter des Festes. Ich wünsche dir ein frohes und gesegnetes Osterfest. Liebe Grüße, Ralf. Also du merkst, dass bestimmte Ideen sich in diesem Text auch wiederholen. Es geht halt um das Handeln, um die Folgen des Handelns. Und jetzt, da ist es eigentlich am Ende fast nochmal politisch geworden, dass wenn ich mich halt umgucke nach einem Welterklärungsmodell, nach einer Philosophie, nach einer Weltanschauung, von mir aus auch nach einer Spiritualität, ja, dann könnte ich einfach erstmal gucken, wie sehen denn die Leute aus, die dem folgen? Und na, es gibt nicht das innere Bild von die Rechten und die Linken, aber es gibt inzwischen im jetzt 21. Jahrhundert genügend im Rückblick an gesellschaftlichen Formen, Experimenten, Lebensformen, Zusammenschlüssen, dass man von vielen Glaubenssätzen, Ideologien gewisse Erfahrungswerte hat. Wie sieht denn das konkret aus, angefangen von der Ordnung in der Küche bis hin zu den Arten des Zusammenlebens? Je nachdem, welcher Ideologie ich folge. Und ich glaube, auf eins können wir uns sofort einigen. In beiden Fällen ist es so, wenn es extrem wird, macht es eigentlich kaum noch irgendjemandem wirklich Spaß.
Und welches Modell jetzt das für dich angenehmere und überlegenere ist, darfst du selbst entscheiden. Wie gesagt, ich plädiere für Balance und ich plädiere dafür, den Streit zuzulassen. Ich plädiere in dem Fall sehr für diesen Voltaire zugeschriebenen Satz, den aber Mutti nicht gesagt hat, dem aber ständig dazu gesagt wird. Ich teile nicht ihre Meinung, aber ich würde mein Leben dafür hingeben, dass sie ihre Meinung äußern dürfen. Das halte ich für eine gute Idee, so vorzugehen. Aber zurück zur Manipulation. Also wenn du im Handlungsbereich, da kannst du zwingen. Im Erkenntnisbereich geht es ums Überzeugen, wenn ich es auf eine ethisch verantwortliche Art mache, und um das Manipulieren, wenn ich es auf eine vielleicht weniger verantwortungsvolle Art hat und mache. Und da geht es halt primär darum, dass ich bei jemandem in der Landkarte rumpfusche, also im Abbild der Wirklichkeit. Denn wenn ich dessen Landkarte, also wenn ich dessen inneres Google Maps, dessen inneres GPS manipuliere, dann denkt er halt, er geht in die eine Richtung, aber geht in eine andere Richtung. Und das Hauptwerkzeug, wie heutzutage das gemacht wird, ist natürlich die Sprache. Also nachdem ja die Landkarten, mit denen wir uns beschäftigen, überwiegend Sprachlandkarten sind, ist es am einfachsten, ich manipuliere Sprache. Da verweise ich mal ganz kurz drauf, dass ich im September 22 eine mehrteilige Newsletter-Serie geschrieben habe über Sprache im NLP, die sich exakt darum kümmert. Also es beginnt mit nacktes Fleisch. Das ist ein sehr reißerischer Titel, ich weiß. Das bezieht sich auf eine Idee von Frau Birkenbiel, die darauf hingewiesen hat, dass im viktorianischen Zeitalter die Leute irgendwann angefangen haben, den Tisch, Beinen, Hosen anzuziehen, weil ihnen aufgefallen ist, dass die Tisch, Beine nackt sind. Und die waren halt so prüde, dass es für sie undenkbar war, ein nacktes Tischbein anzuziehen. Das ist ja viel zu, also sehr viel zu erregend. Deswegen bekamen die Hosen angezogen. Und du könntest dich auch fragen, warum genau machen die einen Stoffschlauch über ein Rundholz? Das wäre einfach nur ein anderes sprachliches Abbild. Darüber geht der erste, der 270er. Dann geht es um Putin und Zelensky, dann geht es um Timeline-Tricks, also wann rede ich von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann geht es um müssen, sollen und können und dann geht es um das cialdinische Konzept von Ankern. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 Newsletter zum Thema Sprache, wie gesagt, ab Nummer 270. Guck dir es gerne an, lies es dir gerne durch. Ich kann hier in diesen YouTube-Podcast oder in diesen Spotify und Apple-Podcast wahrscheinlich doch nicht meine 350 Podcasts komplett vorlesen. Ich meine, ich könnte schon, aber dann sind wir halt irgendwann im nächsten Jahrtausend und ich bin wahrscheinlich schon seit 100 Jahren tot, wenn ich fertig bin mit dieser Liste. Für NLPler ist das vielleicht der Hinweis. Es gibt da am Anfang des NLP so ein Thema, was viele NLPler mal gehört haben und sich die wenigsten damit ernsthaft beschäftigt haben. Das ist das Metamodell der Sprache. Da kann man sich manchmal dran erinnern. Das stimmt ja. NLP ist ja das neurolinguistische Programmieren. NLPler sind ja Leute, die sich mit Sprache beschäftigen. Und NLPler sind ja nach Ben Langrinder und ihrem Opa, also ihrem mentalen Opa Alfred Graf Korzybski, gerade Leute, die sich darum kümmern, um diesen Zusammenhang zwischen Landkarte und Gebiet, zwischen dem, was in NLP-Sprache die Oberflächenstruktur und die Tiefenstruktur ist. Also die Tiefenstruktur wäre das WAKOK, das wäre der sinnesspezifische Input. Und die Oberflächenstruktur ist halt dann das magere sprachliche Abbild, was den Vor- und Nachteil einer Landkarte hat. Der Vorteil ist halt, die Landkarte sortiert. Macht klar, zeigt Strukturen und der Nachteil ist, dass sie halt auch massiv manipuliert und in die Irre führt. Jetzt fragst du dich natürlich, nachdem wir es Handlungs- und Erkenntnisbereich hatten, wie wäre denn die Manipulation im Beziehungsbereich? Das wäre das Überreden im Sinne von, ich mache eine emotionale Verstrickung mit irgendjemandem. Das kennst du bestimmt auch, dass wenn dich irgendjemand in so ein emotionales Wirrwarr verstrickt, dass du einfach nicht mehr rauskommst und dann irgendwann denkst, ich glaube das nicht, ich will das nicht, aber ich mache es trotzdem einfach vielleicht nur, damit es dir nicht schlecht geht, damit es dir gut geht, damit hier nicht irgendjemand leiden muss. Yeah. Marshall Rosenberg hatte da einen ziemlich coolen Tipp, der meinte immer, tu nichts aus Scham,
Schuld, Angst vor Strafe oder Hoffen auf Belohnung. Das ist ein sehr hoher Anspruch, den, glaube ich, niemand 100% einhalten kann. Aber zum Thema Manipulation muss man schon unterscheiden, die eher sprachlich-intellektuelle Manipulation auf der Ebene der Landkarte, das wäre dann im Erkenntnisbereich, und die emotional-systemisch verstrickende Manipulation im Beziehungsbereich, die man eher oft an diesen etwas seltsamen Gefühlen erkennt. Meine Güte, wir haben eine Stunde und ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, der war jetzt wirklich sehr ausschweifend, der Podcast, ich gebe das zu. Ich gelobe, dass ich nächste Woche nochmal einen Solo-Podcast mache, wo ich dann vielleicht ein bisschen gründlicher mich mit dem Thema Sprachmanipulation beschäftige und Antimanipulationstechniken. Es ist ganz klar, dass wenn du dich vor Manipulation fürchtest, und ich will damit Birkenwies Spruch gleich nochmal enden, ist natürlich auch die Frage, warum eigentlich? Warum eigentlich? Also, die Birkenbiel meinte diesen wunderbaren Satz: Wenn man jemanden dazu bringt, etwas zu tun, was diese Person möchte, nennt man es Motivation. Wenn man eine Person dazu bringt, etwas zu tun, was sie nicht möchte, nennt man es Manipulation. Das fand ich eine sehr weise Unterscheidung zwischen Motivation und Manipulation. Das Dumme an beiden Definitionen ist, beide setzen voraus, dass jemand weiß, was er will. Weil nach der Birkenbiel'schen Definition könntest du jemanden, der im Grunde nicht weiß, was er will, weder motivieren noch manipulieren. Also landest du am Ende wieder bei der Frage, ja, was willst denn du eigentlich? Ich meine, wenn du nichts willst, es gibt diesen lockeren Spruch, wem egal ist, wo er ist, der kann auch nicht verloren gehen. Also wenn dir sowieso alles egal ist, dann kann man dich im Grunde auch nicht manipulieren. Okay, man kann dich als doofes Werkzeug einsetzen. Das wäre dann in der Idee von Immanuel Kant, der ja gestern Geburtstag hatte. Dieses für ihn unethisch möglichste Verhalten, nämlich dass man einen Menschen nicht als Zweck, sondern als Mittel einsetzt, also als Mittel, um einen eigenen Zweck zu erreichen. Ja, auf der anderen Seite gibt es den schönen Satz von Goethe: Strebe stets danach, ein großes Ganzes zu sein. Und wenn du es nicht vermagst, dann schließ dich einem an, der sowas im Angebot hat. Sinngemäß. Also anders gesagt, Normaldeutsch. Es wäre schon toll, du hättest eine große Idee, die du folgst, eine Vision, wo du sagst, da will ich hin, aber wenn du das halt gerade noch nicht hast, dann schließe dich einem anderen an oder einer Gruppe, die eine Idee hat, wo du sagst, da würde ich gerne mich zuordnen. Und an dieser Stelle kann ich den Bogen sehr schön schließen, wenn ich nochmal zu Frau Birkenbiel komme, die meinte in ihren Seminaren gerne, jeder braucht ein Lebensziel, jeder braucht eine Vision, das wäre wichtig. Und dann meinte sie immer ganz locker flockig. Und diejenigen von Ihnen, die keine Vision haben, die kriegen jetzt eine von mir. Das ist ein geiler Satz. Und dann meinte sie, also bis Sie was Besseres haben, nehmen Sie sich einfach als Lebenssinn und als Vision, Ihr Potenzial zu entwickeln. Ja, kann man sagen, das ist übergangsweise okay. Und jetzt können wir wieder zu Immanuel Kant kommen, der sagt, ja, Moment, aber das geht ja nicht. Der einzelne Mensch hat ja so unfassbar viel Potenzial. Das kannst du ja gar nicht entwickeln in einem Leben. Dafür ist das Leben zu kurz. Wir können nur alle zusammen daran arbeiten, dass wir als Menschheit unser Potenzial entwickeln. Und dafür brauchen wir Zwietracht. Dafür brauchen wir Streit. Gepflegten Streit in einem gemeinsamen spirituellen Rahmen. Und dazu möchte ich beitragen mit meiner gesamten Arbeit, dass wir lernen, uns gepflegt zu streiten. Deswegen freue ich mich auf gerne wieder viele Kommentare, gerne auch kritische, streitbare Kommentare. Du hast heute gemerkt, ich gehe drauf ein. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen ausgeschwiffen und vermutlich gab es auch 2 Minuten, wo ich gelabert habe. Ich gelobe Besserung, weiß aber nicht, ob ich sie einhalten werde. Und gelobe auch, dass ich Kommentare lese und nach Möglichkeit drauf eingehe. Und werde nächstes Mal konkreter über Manipulations- und Antimanipulationstechniken aus NLP-Sicht reden, denn da passt es auch ganz gut mit den nächsten beiden Newsletter-Folgen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Das ist dann der 30. April. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß in deinem Leben. Tschüss.